So, Tag 2 zum Subwoofer-Einbau. Ich habe ja gestern alles noch zusammengeschraubt wieder, soweit dass es losgehen kann. Heute geht es eigentlich nur noch darum, das Lautsprecherkabel zu verlegen. Ich werde aber das Ganze übers Dach machen, also beziehungsweise wird das hier so quer rüber laufen. Und dann hier durch die, weiß ich, D-Säule oder was es ist, zurückkommen und dann hier irgendwo raus, weil, wie ich euch schon gesagt habe, gibt es so ein Bauteil bei eBay, das man hier hinten rein setzen kann, für einen 25er Bass. Weil, wenn ihr euch das mal anguckt, ich zeig's euch mal, das ist halt schon echt massiv. Also, die Box ist echt einfach riesig geworden. Und ich möchte mir die Option lassen, vielleicht zu switchen oder in Urlaub zu fahren und die Box rausnehmen und trotzdem noch Bassunterstützung zu haben. Deswegen auch der Zugang auf der linken Seite, weil auf der rechten Seite ist bei mir irgendwie die Standheizung oder sonst irgendwelches elektronisches Gedöns unter dieser Seitenverkleidung. Da kommt kein Mensch mehr ran, beziehungsweise da ist gar kein Platz mehr. Hier links ist Platz, das habe ich gesehen. Also ich werde mir das einfach mal bestellen, einbauen. Mache ich dann noch ein anderes Video zu. Und dann einfach das Lautsprecherkabel immer wechseln. Das heißt, wenn ich halt Bock habe auf den fetten Bass oder den Bass drin habe, dann stecke ich da die Endstufe ran. Und wenn nicht, dann halt auf das andere. Deswegen, weil ich da ja auch immer wieder mal ran muss an die Endstufe, verpacke ich die nirgendwo, dass ich nie wieder dran komme, sondern ich packe die hier hinten rein. Wie ich es euch ja schon gesagt habe, kommt hier drunter. Dann mit dem Lautsprecherkabel gehe ich jetzt hier durch die B-Säule. B-Säule, B-Säule. Dann hoffe ich, filme das jetzt auch richtig hier über den Himmel und dann ab nach da hinten. Und dann gehe ich da hinten über die D-Säule raus. Das war es dann eigentlich heute schon. Mehr soll es nicht werden. Dann sollte heute auch noch ein Soundcheck sein. Ich habe ultra Bock drauf. Ich glaube, der ganze Bus fliegt auseinander. Wenn ich alles richtig verkabelt habe, wir werden es sehen. Wie gesagt, jetzt geht es an die Verkabelung. Endstufe unter den Sitz. Kondensator unter den Sitz. Das sind die kürzesten Wege für Stromkabel und G-Chinch-Kabel, die dicksten Kabel, die man sonst durchs ganze Auto ziehen müsste. Würde ich nicht empfehlen, weil das wirklich sehr, naja, sehr tight irgendwie verklippt ist, das ganze Auto. Man kriegt die Teppiche ganz schwer raus. Das ist alles irgendwie sehr, sehr fest gemacht, was ja sehr positiv ist, aber zum Arbeiten selber das Ganze auch unglaublich ja, anstrengend macht für die Finger. Somit will ich eigentlich die kürzesten Wege für die dicken Kabel nehmen, von der Batterie und für die Chinch-Kabel, also wie gesagt unter den Sitz. Und dann nur noch, also hier ist die Endstufe und der Kondensator. CD-Player habe ich schon rausgebaut. Und dann will ich eigentlich nur noch hier raus, durch die B-Säule, über den Himmel. Nach hinten mit dem Lautsprecherkabel. Und mehr braucht sie da nicht. Nur zwei Kabel das ganze Auto, sonst halt von Motorraum bis nach vorne. Das wird auch nochmal eine Friemelei. Ich bin mal gespannt. So, ihr Lieben, jetzt geht es ans Stromkabel, was der nächste Krampf sein wird, glaube ich, bei dem Auto. Weil man hier so halbwegs alles irgendwie auseinandernehmen muss. Also den Deckel runter, hier das raus, die Scheibenwische müssen raus. Weil es alles so kompakt gebaut ist, dass es wirklich keinen Platz gibt. Wir müssen aber durch die Spritzwand durch mit den Kabeln, beziehungsweise mit dem Pluskabel. Was ich machen werde, ich werde gleich zwei Kabel legen, weil ich mir in ferner Zukunft oder naher Zukunft, das wird sich dann ergeben, auch noch eine Zusatzbatterie in den Innenraum legen werde. Und dann muss ich nicht alles doppelt machen, also mache ich es jetzt einmal und gut ist. Zwei Stromkabel, man muss ja nur den Pluspol abgreifen, den Rest kann man sich irgendwo im Auto klauen. Ich fange einfach mal an, mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Das zieht sich doch alles länger als gedacht. Aber mal schauen, Bock macht es auf jeden Fall. Diese Kappe kannst du einfach rausziehen. So. Das ist gar nichts, da ist nur so ein Pin. Einfach mal zur Seite legen. Zack. Auch die Gummidichtung kann man einfach abziehen. Kann man später einfach wieder drauf machen. Zack. Einfach mal zur Seite. So, jetzt müssen diese Kappen hier runter. Vielleicht ein bisschen Werkzeug nehmen. Und mein neues Lieblingswerkzeug kommt wieder zum Einsatz, diese Plastikdinges.
Ja, haben sich absolut bewährt. Ist ein bisschen Metall, falls es doch mal rüber sein sollte. Also, wie gesagt, hier die Kappen runter. Ab. Ist. Einfach nur bewährt, als getan. Zack. Bereitet euch vor, nehmt euch ein kleines Schächtelchen, macht auf jeden Fall Sinn für die ganzen Schrauben. Wenn euch hier irgendwas reinfällt, keine Chance, kriegt ihr nie wieder, außer es fällt irgendwann unten raus, aber das ist so kompakt. Vergesst es, nehmt euch ein Schächtelchen, packt alles da rein. Ungeschickt ist natürlich, wenn die auch runterfällt, aber so weit denken wir mal nicht. Also jetzt alles in eine Schachtel, dann wisst ihr auch, was noch alles reinkommt, es geht nichts verloren. Ich nehme das mal kurz auseinander. Hier sind zwei Schrauben. Und dann müsste man das einfach rausziehen können. Bin mal gespannt. Mach mal kurz einen Schnelldurchlauf. Leichter gesagt als getan. Also das heißt, man soll die einfach runternehmen. Hier die Schrauben lösen am Scheibenwischer. Und dann den Scheibenwischer einfach rausziehen, beziehungsweise eventuell durch die Jahre können die so ein bisschen festsitzen, hieß es. Dann WD-40 drauf und das einfach ein bisschen ja, so lose machen. Bei mir keine Chance. Also ich kriege die nicht runter. Jedenfalls traue ich mich nicht, da noch mehr Kraft drauf aufzuwenden. Nicht, dass noch was kaputt geht. So weit soll es dann doch nicht kommen. Ich probiere es mal anders zu lösen. Also, ich werde jetzt hier, ist eine Schraube. Das ist ein T27er Torx. Hier ist auch eine. Runter, da werde ich mich so drunter friemeln irgendwie. Und dann kann man dieses Blech wohl rausnehmen, diese Spritzwand. Und da, wo ich hin will, ist dahinter. Es scheint so, also von hier oben sieht es so aus, als würde man da dran kommen. Wenn man dieses Blech rausnimmt. Ich werde es gleich mal schauen. Also, die Seite ging ganz einfach raus. Ich meine, die Schraube kann man von oben sehen. Die da hinten ist ein bisschen tricky, wenn man das Plastik nicht lösen kann. Ich habe jetzt einfach mit meinem hier grünen, meinem blauen Werkzeug, beste Werkzeug, hier so das angehoben und dann den T27 hier eingeklemmt zwischen Plastik und Schraube und werde jetzt mit einem 8er Gabelschlüssel langsam die Schraube rausdrehen. Ich habe schon gemerkt, das Zwischenblech ist auf jeden Fall locker geworden. Soll heißen, das sollte funktionieren. Das ist jetzt im Moment die einzige Möglichkeit, wie ich, also ich habe das mal probiert rauszukriegen, aber keine Chance, dieses Plastikteil, das habe ich einfach, das geht nicht raus. Ohne diese Scheibenwischer geht das nicht raus und somit bin ich gezwungen, jetzt ein bisschen zu tricksen. Aber ich glaube, es wird funktionieren. Okay. Servus. Hallo. Hi. Sieht nach Lautsprecher aus. Ja. Meine Nachbarn sind gerade vorbeigekommen. Wohl funktioniert, wie gesehen. Die Spritzwand ist raus. Jetzt will ich euch zeigen, wo es hingehen soll. Und zwar hier durch diesen Nuppi. Da schneiden wir jetzt so ein X rein und da kommen die Kabel durch. Damit sollten wir eigentlich auch hinter den Fahrerraum oder in den Fahrerraum reinkommen. Also das ist dieser Panöpel, dieses Gummiding, was da hinten drin steckt. Das ist ganz einfach mit so einem blauen Werkzeug da, mit meinem Lieblingswerkzeug mittlerweile da runtergeschoben und rausgeklickt. Das ist ganz simpel. Jetzt würde ich hier eigentlich nur ein Loch einschneiden, so zack, zack. Und dann kommen da die zwei Kabel raus durch in den Innenraum. Also Teppichmesser, mal schauen, jetzt nichts weh machen am besten. Ich mache das ein bisschen größer, weil ich halt wie gesagt zwei Kabel gleich durchlegen will und die sind ganz schön dick. Dementsprechend hoffe ich, dass ich die da überhaupt durchkriege. Aber einmal. Ich will euch das nochmal kurz zeigen. Also, da hinten, hier, da wollen wir rein und dann hoffe ich mal, dass wir auch auf der anderen Seite relativ simpel wieder an die Kabel rankommen.
beim Fahrer, also unter dem Lenkrad müssten die Kabel irgendwo rauskommen. Also. Kabel da rein und dann lege ich einfach die Schienen. Irgendwo muss es auf der anderen Seite auf jeden Fall rauskommen. Und je mehr Kabel jetzt hier hinten drin ist, das merkt man auch, irgendwann ist Widerstand und leicht hin und her, dann sollte es eigentlich auch auf der anderen Seite irgendwo rauskommen. Ja, also, ja, schon richtig, geht richtig viel rein, also auch problemlos. Dementsprechend denke ich, dass wir eigentlich schon auf dem Fußraum rausgekommen sein müssten. Ich schaue mal nach, ich nehme euch mal mit. So. Oh, man sieht gar nichts. Okay, das heißt wohl doch Armaturenbrett raus, beziehungsweise die unteren Blenden raus. Also man muss da echt nicht, darf da echt nicht zimperlich sein irgendwie. Das ist so hart geklipst. Das kann man einfach echt eigentlich alles ziehen, aber die Clips sind so hart, dass man sich fast die Finger abbricht. So, ich sehe noch gar nicht. Ich sehe noch nicht am Doch. Servus. Mal schauen, ich sehe das Kabel schon da liegen. Ob ich da jetzt rankomme, weiß ich noch nicht. Kleinen Moment. Glück gehabt. Also ich habe es gefunden. Die Seiten, ich habe einfach diese Seitendinge noch abgenommen. Und dann hing das Kabel hier schon in der Ecke. Ich habe es dann von unten, bin ich reingegangen ins Armaturenbrett und habe es dann rausgezogen. Das kommt jetzt hier irgendwo, da wird es sein. Ich muss mal gucken, ob ich es nicht hinter der Lenksäule so direkt weiter verlege oder durch das Armaturenbrett direkt weiter verlege. Muss ich mal schauen, wie der beste Weg ist. Bin schon mal froh, dass ich jetzt überhaupt hier gelandet bin. So, also die Kabel sind durchgezogen, alle beide, das ging relativ simpel, die kommen da in dieser Ecke raus, wie ich euch vorhin gezeigt habe, die kann man dann einfach von unten schön durchziehen, problemlos. Ich habe mir relativ viel Platz gelassen, wie ihr seht, hier muss man mal schauen, wie ich in dieser Spritzwand jetzt vorbeigehe, ob ich drüber dran vorbei, wird eigentlich unmöglich. Schauen wir mal, also das mache ich jetzt kurz fertig, damit ich dann im Innenraum weitermachen kann, dass ich nicht fünf Baustellen gleichzeitig habe. Aber es ist schon mal alles soweit vorbereitet. Das muss man nur noch hier anschließen. Und hier noch eine Sicherung dran. Das kommt dann später. Aber im Prinzip war das doch einfacher als gedacht. Vorher noch gesagt, nehmt euch eine separate Kiste mit den Schräubchen. Oder für die Schräubchen, damit das immer alles schön zusammen bleibt und nichts im Fahrerraum bzw. im Motorraum landet. Habe ich gemacht. Super Idee. Hab alles noch. Geil, aber... Beste ist natürlich, wenn dann der 27er Torx einfach mal abschmiert und aus der Halterung rutscht und der ist mir jetzt da, ich suche es eine halbe Stunde, da irgendwie rein, ihr seht es, dass man nichts sieht, der ist mir da irgendwie reingeplumpst und selbst wenn man das hier jetzt noch aufmachen sollte, viel Platz ist einfach nicht. Ich habe da rumgeleuchtet, gemacht, getan, keine Chance, ich habe es nicht mehr gefunden. Ich hoffe nur, dass er nicht irgendwie im Kühler hängt oder sonst irgendwas. Blockiert in Zukunft, weil im Moment komme ich einfach nicht dran. Ich werde mich da später nochmal drum kümmern. Vielleicht sehe ich ihn ja irgendwie und kann ihn so antitschen mit einem Drehchen oder sowas, dass der rausfällt. Ansonsten Mut zur Lücke, ja, wie man so schön sagt. Ich habe das jetzt hier reingeschraubt, gleiche Technik wie vorher auch. Also den T27 hier eingespannt und dann mit dem 8er Schlüssel einfach so lange gedreht, bis es hier bombenfest ist. Ich habe lange gesucht, gemacht, getan, aber es gibt eigentlich keine Möglichkeit, das Kabel direkt irgendwie an dieser Spritzschutzwand vorbeizulegen, weil das ist ja der Sinn und Zweck dieser Wand, dass es dicht ist. Und überall anders macht das halt wirklich keinen Sinn. Deswegen bin ich den Weg gegangen hier über die Spritzschutzwand. Hier ist eigentlich so ein Gummi. Das wollte ich jetzt nicht aufschneiden und ich bin hier dran vorbeigegangen. Wird sich zeigen. Oder nicht, das kann man irgendwie muss mal gucken, ob man das später kontrollieren kann. Aber Kabel lang genug gelassen. Hier ist der Pluspol. Hier ist alles dicht, Kappe drauf, ab dafür. Ich werde hier noch nichts anschließen, sondern erstmal jetzt innen drin weitermachen, hier alles zumachen, dass ich auf jeden Fall sagen kann, ey, ich kann auch sofort losfahren, falls was sein sollte. Mal schauen, wie es weitergeht. Und ey, dumm mit der Nuss. Puh, was ein Krampf.
noch kein Auto gehabt, wo ich so lange dafür gebraucht habe, das Stromkabel irgendwo hinzulegen. Aber gut, ich habe es geschafft. Ich habe dafür das halbe Auto auseinandergenommen, was ich nicht hätte müssen, aber es war ganz hilfreich. Und zusätzlich habe ich noch was Geiles gesehen. Ich habe ja vorhin das zweite Kabel gelegt für die Zusatzbatterie. Voll für den Arsch, die ist schon drin. Ja? Auto gebraucht, gekauft, stand nicht in der Beschreibung. Ich habe gerade eben mal kurz nachgelinst und dann Sitz geguckt, da steckt da schon ein Ding drin. So. Also mega. Viel Arbeit, viel Geld gespart, ich bin voll glücklich. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ich das Kabel verlegt habe. Also, wie gesagt, wir sind hier, kam das raus, ja? Beziehungsweise hier konnte ich es abgreifen. Hab dann hier unten, hier kam das raus. Ich bin dann über diesen Holm hier, ich weiß gar nicht, was das ist, ich glaube Lenkstange oder so, ja, Lenkgelenk, hier so drüber, bin dann hier, das kann man einfach rausklicken wieder, diese Blende, Verblendung, Gedöns, wollte dann hier hoch, da durch und dann auf der anderen Seite rein, ich zeige es euch mal kurz, so, habe dann gesehen, dass hier noch ein Sicherungskasten ist, unter dem Flaschenhalter, auch sehr geil, gut zu wissen. Habe ich nicht gewusst. Und habe da vorne auch noch eine Blende rausgenommen. Das zeige ich euch gleich. Aber alles, weil ich hier durch wollte, praktisch. Und dann hätte ich mich eh gefragt, wie es weitergehen soll. Aber ich habe eine andere Lösung gefunden. Und zwar, da hinten, man sieht es jetzt nicht. Da hinten drin, also praktisch hinter der Lenksäule, hinter dem Gaspedal oder über dem Gaspedal, ist ein Schacht, der geht bis auf die andere Seite. Ich habe dann einfach das Kabel wieder so ein Stück zurückgezogen, hier so durch und dann konnte ich von... Zeig's euch. Dann konnte ich nämlich von hier reingreifen. So. Hier reingreifen und das Kabel rausziehen. Einfach jetzt habe ich das schon mal hier auf der anderen Seite. Wie ich das unter den Teppich kriege, ist mir noch ein Rätsel. Ich weiß, da gibt es irgendwie einen Kanal, irgendwie einen Weg gibt es. Das habe ich schon mal gesehen, dass man da wohl Kabel verlegen kann. Mir ist es noch ein Rätsel, weil das alles so super tight ist. Aber ich bin schon mal froh, dass ich auf der Seite angekommen bin jetzt mit dem Kabel. Und jetzt tüffle ich mich mal dadurch, wie ich jetzt hier unter den Sitz komme. Weil dann war es das ja eigentlich schon. Vom Großen und Ganzen. Achso, die Schinschkabel. Ja, kommt noch ein bisschen was. Also, seid gespannt. Also, unterm Teppich geht es nicht durch. Ich habe das zwar mal irgendwie, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das mal gesehen zu haben, aber da gibt es keine Chance. Also hier, da durch, da müsste ich jetzt den ganzen Teppich rausnehmen. Das ist mir viel zu viel Kokolores. Das kriegt man ja auch nie wieder zusammengefriemelt. Also gehe ich jetzt hier hinten durch. Seht das Kabel, das geht hier oben. Das habe ich hier hinten drin versteckt. Dann diese Abdeckung raus. Führe das jetzt hier hinter den Teppich praktisch rein. Ist ganz lustig, weil ich habe nur die Dichtung rausgenommen und dann kam mir das schon entgegen. Und hier unter, das sieht man jetzt nicht, das kann man nur fühlen, unter der Dichtung und zwischen Dichtung und diesem Teppich ist ein Hohlraum, kleine Linse, also so eine Nut, wo eigentlich das Kabel ziemlich genau reinpasst. Ich werde das jetzt hier mal so runterlegen, dann bin ich wenigstens mal beim Fußeinstieg und dann muss ich mal gucken, wie es da weitergeht. Also ich nähere mich in kleinen Schritten, aber so direkt unter dem Teppich, also das war mir irgendwie zu viel Arbeit, auch zu komisch, da müsste ich das halbe Auto nochmal auseinanderschrauben. Ich probiere es mal so, mal schauen, was passiert. So, nächster Schritt ist diese komische Eintrittsleiste raus, also ich bin einfach hier hinten mit den Fingern rein. Habe hier vorne das auch einfach rausgezogen, diese Highline oder was auch immer da bei euch draufsteht. Abdeckung, die kommt auch immer wieder so abklicken. Dann hier mit den Fingern drunter und einmal kräftig ziehen. Dann geht das ganze Ding hier hoch. Das Kabel, wie ihr seht, läuft hier wunderschön. Praktisch nur unter dem Teppich. Den kann man einfach so rausziehen. Also hier so zick unter der Dichtung rausfriemeln. Das ist echt kein Hexenwerk. Das muss ich euch nicht zeigen. Und dann läuft hier so eine Nut, in der das Kabel reinläuft. Das kommt dann hier unten raus. Sieht man nicht. Doch, da unten. Und dann unter der Elektronik von der Lampe durch. Raus, so, zack, bin ich hier. Nächster Schritt. Ich probiere es jedenfalls.
wird sein, jetzt unter dem Teppich bis hier hinten rein, da ist ja so ein Loch geschnitten für die ganze Elektronik, sieht man das? Nicht wirklich. Da ist ein Loch im Teppich, das heißt, da laufen auf dem ganzen Kabelstrang irgendwie hier durch, das sind so wellblechmäßig, laufen da die Kabel hoch zu. Ich habe das oben nicht getroffen, das wollte ich ja eigentlich machen, aber das funktioniert nicht. Das heißt, ich gehe von hier jetzt quer rüber, dann kommt ja eh noch der Gummiteppich drauf oder Teppich generell. Dementsprechend sollte man das später nicht sehen, aber jetzt ist es nur noch ein ganz kurzer Weg bis unter den Sitz. Ich probiere das mal da durchzufremen, das ist ganz schön anstrengend. Ich zeige euch das jetzt mal, das ist ganz schön anstrengend. Es gibt bestimmt einen einfacheren Weg, vielleicht Sitz ausbauen oder sowas, aber ich habe jetzt so angefangen, deswegen ziehe ich das jetzt auch so durch. Aber also ich stecke hier so drin mit meinem Arm und schiebe jetzt so Stückchen. Das Kabel Richtung Mitte vom Sitz. Und ihr seht da unten, wie langsam aber sicher das Kabel sich nach vorne arbeitet. Und ich hoffe, dass ich dann da, weiß nicht, ob ich das jetzt treffe, da gleich rauskomme. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich mache hier mal weiter. Arm tut ganz schön weh. Und schauen wir mal. Gesagt, getan, da ist es. Geil. Eben wollte ich es euch noch zeigen. Hier kommt es raus. Hat sich so langsam durchgeschoben. Das heißt, ich bin am Punkt, am Ende meiner Reise mit diesem Kabel. Kann jetzt noch alles festziehen. Alles unnötiges Kabel ziehe ich jetzt bis dahin. Dann kann man das da schön verstauen. Dann kommt alles wieder zusammengebaut und dann geht es hier weiter mit Kondensator, Endstufe und allem Schnick und Schnack. Ah, die Change-Kabel kommen noch. Stromkabel ist gelegt. Jetzt geht es an die Change-Kabel. Wie ich die ans Radio angeschlossen hatte, das habe ich euch irgendwie, das ist schon in einem anderen Video von mir drin. Das müssen wir mal suchen. Ich weiß nicht genau, da oder da, Verlinkung. Da ich noch ganz neu bin auf YouTube, habe ich keine Ahnung, wo ich da hinzeigen muss. Und auch die Verlinkung später, weiß nicht, ob das klappt. Auf jeden Fall, das ist eine andere Baustelle. Ich habe damals schon das Kabel mir einfach hinter das Armaturenbrett gelegt und hier schon mal so verstaut, sodass es jetzt einfach weitergehen kann für den Subby. Ich werde das hier unten durchlegen und dann den gleichen Weg gehen wie mit dem Stromkabel auch. Jetzt ist noch alles offen und ich kann auch das damit verknibbeln und dann einfach durchziehen. Ich hoffe, das funktioniert. So, Chinch-Kabel ist durchgelegt, durchs Armaturenbrett wieder unter diesem Teppich durch. Jetzt will ich euch kurz zeigen, damit ich mir nicht nochmal den Krampf geben muss, das einzeln da durchzuschieben. Auch noch mit dem Remote-Kabel, mit dem kleinen, was eh schon schwierig genug ist. Und den Steckern habe ich es einfach so gemacht. Ich habe jetzt das rote Kabel, also das Stromkabel, wieder hier zurückgeführt. Aber hier hängt nur noch so ein Ding raus, ein bisschen was, wo auch immer das ist jetzt. Da unten, ja, also hier. Hängt nur noch so ein kleines Teil und habe jetzt einfach mit relativ viel Gaffer-Tape das Ganze fixiert und jetzt ziehe ich es einfach von der anderen Seite durch und hoffe, dass das hebt. So, dann schauen wir mal. Also, jetzt hier mit Vorsicht. Ich weiß nicht, ob ich euch da mitnehmen kann oder ob ich euch doch noch ablegen muss. Ich lege euch mal ab. So, dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich sehe da was Dickes ankommen. Also was ich jedem sagen kann, der einen Bulli schraubt, man darf halt echt keine Ängste haben, irgendwie ein bisschen Kraft aufzuwenden. Das Auto ist sehr, sehr robust, schon fast störrisch. Und da ist es. Also einfach mal ein bisschen wirklich, natürlich jetzt nicht mit brachialer Gewalt, aber so ein bisschen Kraft braucht es schon. Das ist alles so super gut verarbeitet, dass man sich da gar keine Sorgen machen braucht, dass einem was kaputt geht. Also, Kabel ist durch. Ich verlege jetzt noch alles wieder sauber. Also mache das hier, das Chaos, so ein bisschen Bewältigung und ziehe das alles nach vorne und dann sitzt. Und dann reicht es für heute, glaube ich. Gibt es eine Pizza und Endstufeneinbau und Stroh. Na, sag's mir. Lautsprecherkabel bis zum Subwoofer, das kommt dann morgen oder übermorgen oder irgendwann. Mal schauen. Macht's gut!
So ihr Lieben, das war's für heute. Ganz fertig geworden bin ich nicht. Macht aber nichts, gibt's morgen wieder was zu tun, ich freue mich schon drauf. Der Klassiker natürlich für jeden Bastler, so muss es auch sein, sonst funktioniert der ganze Spaß hier nicht. Eine Schraube bleibt einfach übrig, ich habe alles zurückgebaut, es knarzt nichts, es knistert nichts, wie auch immer, es wackelt nichts, alles super. Auto ist komplett wieder im Urzustand, also man sieht nichts, aber eine Schraube bleibt übrig. Der absolute Klassiker. Mal schauen. Ich lasse ihn mal in der Karre. Irgendwo wird sich schon was finden. Aber hat mich, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich echt gefreut, falls ich jemandem helfen konnte. Schreibt mal einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Oder ja, einfach mal loslegen, wie ihr das Ganze gelöst habt. Vielleicht bin ich auf einen völlig behinderten Weg gegangen. Und es wäre alles viel einfacher gegangen. Ich würde mich freuen, wenn es Anklang findet. Wenn ich nur einem von euch geholfen habe, dann hat es schon Spaß gemacht. Dann hat es sich schon gelohnt. Morgen gibt es einen Soundcheck, Anschluss der Endstufe, Kondensator und dann die Lautsprecherkabelverlegung durch den Bus nach hinten. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Monster so klingt. Das sieht echt heftig aus da hinten im Kofferraum. Vielleicht muss ich das Ganze nochmal bauen und ein bisschen kleiner werden, weil es ist echt riesig. Aber gut, mal schauen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ich wünsche euch was. Schönen Abend noch.